Was ist los? Warum läuft es? Hä? So, und hier zeige ich euch einen kleinen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. So haben die Leute sich früher, als die Bomben gefallen sind, versteckt in einem kleinen Wohnhausbunker. Man sieht die schweren Betonpfeiler und die Zeichen noch von früher, Rauchen verboten. Da haben die Leute Schutz gesucht vor den Fliegerbomben der Alliierten. Wenn diese Mauern sprechen könnten, das wäre Wahnsinn. Seht ihr, wie dick das ist? Er ist zwar nicht groß, aber für einige Leute hat es vielleicht geholfen, am Leben zu bleiben. Ist noch alles eingeschüttet, wie man sieht. Kann man auch schön sehen, die Verstrebungen an den Seiten, die dicke Betonträger. Das ist schon ein größerer Raum für Leute gewesen. Altes Gemäuer kann man noch gut erkennen. Jetzt gehen wir wieder zum Ausgang hin. Dann könnt ihr mal diese schwere Eisentüre sehen. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, mich auf diesem ganz kurzen Video in die Vergangenheit zu begleiten. Also macht euch mal Gedanken, Krieg ist nicht gut. Egal worum es geht. Es sterben Menschen und das muss nicht sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann, euer Michael. Ciao.